Der Cayman GTS war einst der schnellste. Inzwischen gibt es den GT4. Aber nichtsdestotrotz, der Cayman GTS macht immer noch sehr viel Spaß. Das GTS-Modell auszeichnen tut die dezente Leistungssteigerung auf 340 PS gegenüber dem Cayman S und auch eine Abstimmung, die mehr auf die Rennstrecke abzielt, als etwa das S-Modell tut. Und diese gute Mischung macht eben den sehr, sehr, sehr feinen und vor allem spaßigen Eindruck auf der Rennstrecke aus. Mit anderen Worten, ein nettes Track-Tool, das auch durch den reinen Heckantrieb sehr viel Spaß machen kann, wenn man mal nicht auf schnelle Rundenzeiten aus ist.